Ich bin heute in Frankfurt und zwar um mir den neuen Cupra Formentor anzuschauen. Gesehen habe ich ihn das erste Mal bereits letztes Jahr auf dem Genfer Autosalon, aber jetzt gibt es nicht mehr die seriennahe Studie, sondern das Serienfahrzeug. Und was er bietet, was er ja, an Neuheiten mitbringt und warum der den Namen Cupra verdient, das schauen wir uns jetzt an. Der Formentor ist übrigens der erste Cupra, der für die Marke entwickelt und gebaut wurde. Also kein Ateca, der zum Cupra wird, sondern ein rein rassiger Cupra. Mit seinen 1,84 Meter Breite ist er ziemlich genauso breit wie der Cupra Ateca, aber rund 4 cm breiter als der neue Seat Leon. Wenn wir uns das Auto von vorne anschauen, dann sehen wir sofort, das ist ein typischer Cupra. Und das erkennen wir zum einen an dem neuen schwarzen Kühlergrill mit dem großen Cupra-Logo, in Kupfer natürlich gehalten, nicht zu übersehen. Dann wichtig beim Fahrzeug, die Scheinwerfer. Sind hier genau wie beim Leon in die Karosserie eingewachsen quasi und sehr schmal, bieten so richtig bösen Blick, sind übrigens serienmäßig immer in LED ausgeführt. Dann gibt es hier unten noch runde Zusatzscheinwerfer, die einfach noch den sportlichen Look unterscheiden. Und wenn wir uns die Front genauer anschauen, vor allem den unteren Bereich, dann sehen wir sehr viele Lufteinlässe, sehr viele kleine Flaps, also viele Aerodynamik-Elemente und halt ein Farbspiel zwischen dem matten Grau, das wir haben, und dem Schwarz. Und das sorgt an der Front einfach für einen richtig rassigen, sehr sportlichen Look, so wie wir das haben wollen. Und das Ganze wird nochmal unterstützt durch die Powerdooms auf der Motorhaube. Die Haube ist schön lang gehalten und sorgt so für genau den Auftritt, den ich mir von einem Cupra von vorne wünsche. Wenn wir uns die Seite vom Formentor anschauen, dann fällt mir zuallererst mal die Felge auf. Denn das ist eine wunderschöne 19 Zoll Alufelge in Kupferfarben mit Schwarz abgesetzt. Und das Schöne ist, die ist serienmäßig beim Auto immer mit dabei. Dann, das Fahrzeug ist ein sogenanntes Crossover-SUV. Und diese SUV-Gene, die sehen wir unter anderem hier an den Rathausbeplankungen an der Seite und hier auch an den Beplankungen unten am Schweller. Das ist so typisch dieses Robuste, was der Wagen noch behalten soll. Insgesamt ist er 4,45 Meter lang und damit rund 10 cm länger als der aktuelle Ateca, aber auch rund 8 cm kürzer als der aktuelle Leon. Mit 1,51 Meter Höhe ist er tatsächlich auch noch mal 10 cm flacher als ein Ateca. Und das sorgt einfach für diesen deutlich sportlicheren Look. Wenn wir uns dann die Linien hier anschauen im Auto, wir haben diese typischen Seat-Linien hier, die hier über dem hinteren Radlauf unterbrochen werden und dann hier deutlich überzeichnet darüber hinauslaufen, gibt dem Auto so einen richtigen Push nach vorne. Und darüber hinaus haben wir eine leicht abfallende Dachlinie und eine stark ansteigende Fenstergrafik. Und das ist typisch für diese Coupé-Form im SUV und sorgt dafür, dass er auch von der Seite aussieht wie ein richtiger Cupra. Am Heck des Formentor kann man noch mal richtig schön die sehr breit ausgestellten Schultern an den hinteren Radläufen sehen. Die sorgen einfach dafür, dass das Auto so richtig kräftig auf der Straße steht. Dann wird die Sportlichkeit unterstrichen von dieser sehr flachen, abgedunkelten Heckscheibe und dem großen, schön integrierten Dachspoiler. Aber das sind nicht die einzigen Highlights am Heck. Denn der Wagen hat, wie wir es zum Beispiel auch vom neuen Leon kennen, hier ein durchgehendes Lichtband am Heck, das in die LED-Rückleuchten einfließt und quasi damit so für einen ganz eigenen Auftritt am Heck bezogen auf das Licht sorgt. Dann finden wir natürlich auch hier wieder das Cupra-Logo und den Cupra-Schriftzug, damit es hier einfach keine Missverständnisse gibt, von wem man gerade überholt wurde. Und sag mal, für mich so der letzte Kick zum Thema Sportlichkeit ist ganz klar der große Diffusor und die vier richtig fetten Auspufftöpfe. Wo wir gerade hier stehen, schauen wir doch einfach mal in den Kofferraum. Der Formentor, der bietet mit aufgestellter Rückbank ein Volumen von maximal 450 Litern. Wichtig ist aber, das gilt nicht für diese Motorisierung, sondern nur für den Fronttriebler, den es wohl noch geben soll. Denn der hier hat nur 420. Unter 400 hat der angekündigte Plug-in-Hybrid. Und 450 gibt es tatsächlich nur beim Fronttriebler. Übrigens sind das rund 60 weniger als beim aktuellen Ateca. Für den Formentor gibt es zum Einstieg eigentlich nur einen Motor. Das ist einer, den wir schon kennen, nämlich den bekannten 2 Liter 310 PS starken Benziner mit 400 Newtonmeter maximalen Drehmoment. Aber die Motorenpalette wird erweitert, denn es kommt später noch dazu ein Plug-in-Hybrid. Und der soll dann 150 PS haben aus einem 1,4 Liter Benziner plus einen 85 kW starken Elektromotor. Und somit haben wir da wieder Werte, die einem Cupra würdig sind. Wichtig ist aber zu wissen, der Plug-in-Hybrid, das ist ein reiner Fronttriebler, während der reine Benziner ein Allradfahrzeug ist, also 4Drive an Bord hat. Und ich spekuliere mal, da kommt noch eine andere Version, denn es fehlt ja noch der Einstieg, der mit dem großen Kofferraum. Und da tippe ich aktuell mal auf den 1,5 Liter Vierzylinder, den wir aus so vielen anderen VW-Modellen kennen, und der hätte dann 150 PS. Neben mir ist jetzt Nicola Borgo und Nicola ist mein Ansprechpartner, wenn es um das Thema Cupra geht. Nicola, ihr habt jetzt mit dem Formentor ein neues Auto vorgestellt. Was unterscheidet den denn zu dem Ateca als Cupra, den es ja bereits gibt? Ja, der Cupra Formentor ist das erste eigenständige Modell der Marke Cupra. Also ein Modell, was für Cupra und von Cupra entwickelt wurde.
Und der Formentor ist für uns auch sehr wichtig, weil wir mit dem Formentor in ein neues Segment reingehen. Wir haben in den letzten Jahren beobachtet, wie sich das SUV-Segment sich verändert hat. Also eine Bewegung, eine Transition vom Large-Size-SUVs in Richtung Mid-Size-SUVs und Small-Size-SUVs. Und gleichzeitig haben wir auch eine Derivatisierung des Segments bemerkt. Und zwar jetzt gibt es SUVs, Cabrio-SUVs, Coupé-SUVs. Und mit dem Formentor gehen wir in das CUV-Segment ein, und zwar Coupé Utility Vehicles. Und das Segment ist ein sehr schnell wachsendes Segment. Das haben wir auch in den letzten Monaten bemerkt mit mehreren Wettbewerbern, die auch das Produktportfolio um CUVs erweitert haben. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wichtig ist so ein Auto oder dieses Statement Cupra Formentor für die Marke? Na gut, also der Cupra Formentor ist unser Manifesto, ist unsere Ikone, ist das neue Auto von Cupra, ist das eigenständige Modell von Cupra. Und natürlich mit dem Cupra Formentor werden wir auch neue Kundengruppen erreichen können. Wir haben bei uns zwei Kundengruppen im Visier. Einmal die sogenannten Performance-Seekers, und zwar Kunden, die die Marke Cupra als reine Sportmarke schätzen. Für diese Kunden ist Performance ein sehr wichtiges Thema. Und natürlich jetzt mit dem Cupra Formentor können wir eine neue Zielgruppe erreichen, sogenannten Edgy Sophisticated. Und zwar Kunden, die neben Design und Performance auch Individualisierungsmöglichkeiten sehr schätzen. Und natürlich dann haben wir noch eine dritte Zielgruppe, die für uns mit dem Cupra Formentor eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Und zwar die sogenannten User-Chooser. Und zwar Kunden innerhalb von einem Unternehmen, die die Möglichkeit haben, Dienstwagen zu fahren. Und mit dem Cupra Formentor werden wir diese Kunden adressieren, weil wir auch ein Plug-in-Hybrid in Angebot haben werden. Und jetzt dank der neuen Dienstwagenbesteuerung für Plug-in-Hybrids werden diese Fahrzeuge auch mit nur 0,5% besteuert. So, jetzt habe ich mal im Formentor Platz genommen. Das Erste, was ich schon mal sagen kann, ist, auch ein großer Mensch wie ich mit fast 2 Metern sitzt hier wirklich gut. Ich habe noch Kopffreiheit über. Ich finde eine gute Sitzposition, wirklich bequem. Fühlt sich nicht eng an, und das gilt natürlich auch für einen Beifahrer. Wie viel Platz hinter mir ist, das probieren wir separat aus. Aber jetzt erstmal zum Interieur vom neuen Formentor. Das Erste, was hier positiv auffällt für mich neben dem Platzangebot, das sind die Sitze. Denn das sind Sportsitze, in unserem Fall mit Leder bezogen. So ein, ja, mit integrierter Kopfstütze, einfach sehr bequem. Sehen nicht nur richtig toll aus, auch mit dem Cupra-Logo, das im Sitz drin ist, sondern die, ja, fühlen sich an wie ein richtig schön maßgeschneiderter Anzug. Darüber hinaus haben wir im Grunde genommen hier drin das Gleiche vorzufinden, was wir auch im neuen Leon finden. Also eine sehr ähnliche Optik, aber es gibt dennoch Unterschiede. Denn wir haben zwar auch hier wieder diese ausgestellten Lüfter an den Seiten zum Beispiel und auch im Grunde genommen die gleiche Form, aber wir haben hier Kupferrahmen drauf. Also natürlich kein Metall, aber kupferfarbene Rahmen. Wir haben diese kompletten Nähte hier in Kupfer gehalten. Das soll diesen Cupra-Look einfach nochmal unterstützen. Und ich denke, ein Riesenunterschied ist das Display hier. Ja, das sieht im Grunde genommen genauso aus wie im Leon, ist aber kein 10 Zoll, sondern ein 12 Zoll Display. Und das ist wirklich schon mal nochmal eine andere Nummer. 2 Zoll machen da den Unterschied. Ansonsten ist das genau das Gleiche. Ich habe die gleichen Funktionalitäten. Ich habe eine Gestensteuerung mit drin. Ich habe die Möglichkeit, das Homescreen hier komplett anzupassen, wie ich es haben möchte. Ich habe hier Direktwahltasten für alle wichtigen Funktionen. Und ich kann hier natürlich auch Sachen wie zum Beispiel die Sitzheizung sofort einstellen, wenn ich es will. Oder aber hier in das Menü der Klimaanlage wechseln. Also alles, was ich im Auto in irgendeiner Form ansteuern möchte oder muss, geht über dieses große 10 Zoll Display, das wirklich sehr ordentlich aussieht und das, obwohl es aufgesetzt ist, wie ich finde, einen sehr guten Eindruck macht. Dann haben wir eine weitere Neuheit hier im Auto, im Gegensatz zum neuen Leon zumindest. Wir haben das schöne Sportlenkrad hier drin, das im Grunde genommen die gleichen Bedienelemente liefert. Wir haben hier links die Möglichkeit, den Tempomat zum Beispiel zu steuern und rechts die Möglichkeit, das voll digitale Cockpit, das übrigens auch Serie ist mit seinen etwas über 10 Zoll, komplett zu steuern. Aber wir haben im Fahrzeug hier jetzt auf der einen Seite den Startknopf,
Der ist beim Leon hier unten. Und wir haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, die Fahrmodi-Auswahl zu machen. Hier ist nämlich das Cupra-Logo und das sagt uns, da wird es sportlich. Wenn wir uns das restliche Lenkrad anschauen, dann fällt eine Sache mir sofort auf, und zwar die Schaltpedals. Wir können hier natürlich mit den Pedals manuell schalten. Die sind aber, glaube ich, größer als beim normalen Cupra Ateca. Und das macht für mich einfach einen sehr guten Eindruck. Zumal hier auch die oberen Bereiche in Grau gehalten, aber glänzend grau gehalten sind. Das hebt das Ganze nochmal ab. Und natürlich finde ich hier sowohl bei den Knöpfen als auch hier an diesen Elementen kupferfarbene Absätze. Das sieht einfach richtig klasse aus. Natürlich auch passend dazu die entsprechenden Ziernähte. Im Cockpit finden wir hier im Grunde genommen das Gleiche wie bei Leon. Aber wir haben eine besondere Ansicht, die wir über die View-Taste erreichen. Und zwar ist das der große zentrale Drehzahlmesser mit der Geschwindigkeitsanzeige in der Mitte. Der bleibt den Cupra-Modellen vorbehalten. Ansonsten ein Platz zum Wohlfühlen. Hier gibt es ein Beats-Audio-System. Hier gibt es hier vorne zumindest zwei USB-C-Anschlüsse für die mobilen Endgeräte. Und natürlich finde ich hier im Auto auch die Möglichkeit mit Apple CarPlay, im Zweifelsfall sogar kabellos, und mit Android Auto mein Mobiltelefon zu nutzen. Sondern es gibt hier auch die neue Automatik mit dem kleinen Joystick hier. Denn wir haben hier ein Shift-by-Wire-System verbaut, wie wir es auch im Leon zum Beispiel kennen. Und deswegen gibt es hier nur diesen kleinen, sehr sportlichen Knopf. Die Optik jedoch hier ist die gleiche wie im normalen Leon. Wichtig außerdem ist das neue Ambient Light im Fahrzeug. Das kann man hier sehen. Das läuft einmal rundherum hier vorne. Und das Schöne daran ist, ich kann nicht nur die Farben wählen, die ich haben möchte, oder das Fahrzeug selber je nach Fahrmodus wählen lassen, sondern Seat nutzt bzw. Cupra nutzt das Ambient Light auch als Warnelement. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den sogenannten Exit Assistant nutze, also den Ausstiegsassistenten, und das Fahrzeug erkennt eine Gefahr, dann leuchtet hier dieser Bereich in Orange. Das heißt, das Auto warnt mich nicht nur über den kleinen Anzeiger im Spiegel, sondern auch über diese viel prägnante und viel deutlicher wahrnehmbare Ambientbeleuchtung. Und damit ist das ja ein sehr moderner Raum, der, wie ich finde, noch mal deutlich sportlicher daherkommt als im aktuellen Leon. Neben den insgesamt 7 Soft-, Metallic- und Sonderfarben gibt es den neuen Formentor auch in 2 Mattlackierungen. Das hier ist eine davon, das ist das Soft Technic Matt. Und ich finde, das steht dem Auto richtig gut, vor allen Dingen im Kontrast zu den schwarzen und den kupferfarbenen Oberflächen. Wenn wir zum Thema Preis was sagen sollen, den gibt es offiziell noch nicht. Aber ich würde sagen, bei dem Formentor sollte man so um die 40.000 Euro einplanen, zumindest als Basispreis. Da liegt man beim Cupra meistens nicht ganz falsch. So, jetzt habe ich mal hinten Platz genommen im Formentor. Der hat jetzt übrigens einen Radstand von 2,68 Meter und damit ungefähr die gleichen Ausmaße, sage ich mal, wie beim aktuellen Leon. Und das merke ich im Innenraum sofort, denn ich sitze hier drinnen, meinen Sitz vorne habe ich nicht verstellt und habe Platz vor den Knien. Und wir reden von einem SUV-Coupé. Und wenn ich mich gerade hinsetze, dann stelle ich fest, ich habe auch am Kopf noch minimal Spiel. Und das, obwohl wir diese schöne, leicht abfallende Dachform haben, passt wirklich gut. Hier hinten gibt es absolut nichts zu meckern, auch nicht für so große Menschen wie mich. Das war's hier aus Frankfurt vom neuen Cupra Formentor, meiner ersten, sagen wir mal, Sitzprobe in meinem hoffentlich nächsten Auto. Ich finde die Form nach wie vor richtig klasse, denn die Serienversion sieht fast genauso aus wie das Fahrzeug, das ich in Genf gesehen habe. Und vor allen Dingen richtig gut gefällt mir jetzt der Innenraum am Auto, denn ich habe nicht nur alles so modern wie auch im Leon, sondern ich habe noch mal größeres Touchscreen und ich habe vor allen Dingen richtig viel Platz, auch auf den Rücksitzen. Warum mir das so wichtig ist, ist relativ einfach. Wie viele von euch vielleicht wissen, ich bin ja bekennender Seat-Fahrer, hatte bereits den Cupra Ateca und habe ernsthaft überlegt, genau dieses Auto zu bestellen. Nur die Frage war, passen meine Kinder da rein und kriege ich ihn rechtzeitig? Eine Sache konnte ich heute klären, nämlich, dass die Kinder auf den Rücksitzen Platz genug finden. Jetzt muss ich nur noch Cupra davon überzeugen, dass man mir möglichst schnell das Auto liefert.